Meine Lieben, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Sektor RP mit Liv. Hallöchen Prisma, guten Morgen. Oh je. Hola, hola. Also irgendwie speichert er immer nicht, was man zuletzt irgendwie angezogen hat. Oder ich weiß nicht, wie lange man noch online bleiben muss, bis er sich merkt, was man anhatte. Weil ich hatte jetzt mein Kleid wieder an gerade. Deswegen habe ich mich gerade mal der Immersion wegen kurz umgezogen, bevor ich gestartet habe. Um mich jetzt wieder umzuziehen. Richtig. Richtig und richtig. Warte, wie warm ist es heute? Ich glaube, es ist in den nächsten Tagen niemals Zeit für einen. Nein. Ich greife voll auf. Das können wir einfach anziehen. Wir könnten aber auch. Was haben wir hier noch so? Nee. Stimmt hier. Das Röckchen können wir auch mal wieder anziehen, ne? Auch gehen. Wir ziehen einfach das Kleid an. Elf war das, ne? Ja, ja, passt. Bei dem Wetter brauchen wir auch keine Hose dazu. Hm. Da wären es die Sandalen wahrscheinlich. Weil das andere passt mir nicht so. Ne? Höchstens die weißen Schuhe. Können passen. Also entweder die weißen Schuhe oder die Sandalen. Schönes Wetter, ne? Das ist mal Sandalen. Passt zwar nicht ganz vom Blau. Ach nee, das gefällt mir nicht, wenn das nicht passt. Ich will lieber die wieder Perlenkette an. Oder die Ringe. Ich glaube, heute sind es die Ringe. Autofite. Le schöne. Speichern. Hallo Shizuma. Hallo Linchen. Hallo Muku. Hallo Ghost. Warte. Stell kurz Liv hier ab, ne? Kann ich hier frühstücken und ich trink was für dich, Ghost. Ja, genau. Ich stell Liv hier ab. Shizuma, ich habe. Also, heute sind sehr viele Leute eingereist. Du musst schon sagen, wen du meinst. Heute war wieder großer Einreisetag. Ach, ich kann mal nicht sagen. Ja, warte, nee. Kann ich ja nicht. Ich bin ja im Auto. Ach so. Ja, ihr meint Jen. Ja, ja, habe ich gesehen. Ich hatte vorher schon gesehen, dass sie eben angekündigt hatte, dass sie hier spielen möchte und so. Ich bin sehr gespannt. Wir hatten ja schon mit ihr zusammen RP gemacht auf Rust. Auf dem Sheetang-Server. Ich bin sehr gespannt. Vor allem, was sie so für eine Rolle spielt. Weil so flammenwerfendes Weltherrschaftsmädchen ist in GTA-RP halt nicht so möglich. Ich bin sehr gespannt, ob wir wann und ob wir auf sie treffen. Ich lach mich schlapp. Na gut, bin sehr gespannt. Was habe ich denn? Ja, machen wir nachher zu. Stellen uns einfach vor, ich hab das Ding noch in der Hand. Schubidu. Ah, ne. So.
Kann es Boombox erstmal hier rein? Richtig. Ja, ist für ein Scheiß dabei auf einmal. Ich glaube, ich wurde gestern noch zugestopft mit Sachen, als ich dann umgekippt war. Die einzelnen Sachen sind von diesem Event da. In dieser Eröffnung von dem Autohaus. Die behalte ich mal heute zum Essen. Notizzettel 10 kann ich auch hier reinlegen. Aber das war's, ne? Gut. Essen ist im Kühlschrank. Was haben wir denn da jetzt so? Baked Beans mit Bacon, Beef Wellington, Fish and Chips, Grilled Cheese, Irish Coffee, Shepherd's Pie, Fruchtiger. Ja, wunderbar. Ist das nur bei mir so, dass Sili extrem leise? Okay. Hier jetzt wieder. Muss ich näher ran? Hä? Ich habe aber nichts gemacht. Außer, dass ich halt nicht so schreie wie sonst, ne? Einfach mal ein bisschen entspannter hier in den Tag starten. Bei mir ist nichts wirklich anders. Okay, ihr widersprecht euch. Dann sei nicht so gechillt. Ja, Entschuldigung. Doch. Ja, auch mal ein bisschen chillen jetzt. Owen hat gesagt, wir müssen mal ein bisschen chillen. Oh, ich dachte gerade, jemand hat das Auto in der Zwischenzeit geklaut. Also Ghost sagt, es ist alles in Ordnung, Leute. Nicht da. Ja. Das ist nix. Warum? Das heißt Miss. Miss Zane. Jetzt fang nicht an wie dieser Richter, der mich immer Mrs. nennt. Weiß nicht, ich glaube, die Leute haben noch ein bisschen dieses Korrigieren von Harriet im Kopf, die ja immer korrigierte auf Mrs. passt. Ja? Aber jetzt ist es Miss. Tja. Alter, fahr da noch näher ran. Junge, Junge. Oh. So, ist noch jemand da? Hallo? Hallo! Da stehen Leute. Immer die gleichen zwei, die ich hier sehe. Hey! Hallo! Ich habe gestern eventuell ein bisschen wenig gegessen, so den Tag über. Dann ging es mir nachts gar nicht so gut. Weiß und nicht, dann wollte da mal im so Outdoor-Store. Bisschen... Ja, ja, du bist die Schwester von Daniel, ne? Ich bin die Schwester von Daniel, genau. Ja, wollt ihr da nochmal irgendwie, weiß nicht, Blutdruck messen oder so? Ich werde sonst jetzt zur Arbeit. Können wir Quinn magst du einmal ja, Vitalwerte checken? Ja, 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 gucken. Ja, ja, kriege ich hin. Dankeschön. Dankeschön. Leben Sie noch? Ob ich noch lebe? Ich weiß nicht. Mhm.
Ich bin kein Arzt. Falls ja, dann sind die Vitalwerte gecheckt. Sehr gut. Ich bin kein Arzt. Lebe ich noch? Sagen Sie es mir. Also ich weiß nicht, Sie können auf jeden Fall sehr viel reden. Dementsprechend denke ich ja. Das ist nur so eine These meinerseits, ne? Also mir wurde auch schon mal gesagt, ich glaube, auch wenn du stirbst, hörst du nicht auf zu reden. Deswegen weiß ich nicht. Das wäre irgendwie cool, aber auch ein bisschen gruselig. Ich glaube, bei mir cool als gruselig. So. Gut, dann setzt sie sich gerne mal auf die Liege. Na klar. So, und dann schauen wir einfach mal ein bisschen nach dem Blutdruck bei Ihnen. So. Machen Sie eigentlich auch so Vorsorgeuntersuchungen? Nee, tatsächlich aktuell nicht, aber wir gedenken es vielleicht irgendwann mal zu tun. Ich meine, Vorsorge ist ja wichtig, ne? Ja, weil ich merke schon, also der Job stresst schon, ne? Ja. Dass man da so ein bisschen immer ein Auge drauf hat. Ja, es ist ja wichtig, sich Zeit für sich zu nehmen, ne? Was ein bisschen zurücknehmen, keine Ahnung, ein bisschen Yoga machen oder so. Na, jetzt reden Sie wie mein Mitbewohner. Also warum? Macht der auch Yoga? Naja, nee, der sagt auch immer, ich soll ein bisschen langsam machen. Ach so, ja dann, naja, wenn schon zwei Leute sagen, ne, dann sind sie überstimmt, das heißt, sie müssen langsamer machen. Ärztlicher Rat quasi, verdammt. Richtig. Ihr Puls ist auch soweit in Ordnung, also herzlichen Glückwunsch, Sie leben tatsächlich noch. Oh, na Gott sei Dank, jetzt weiß ich es endlich. Ich war auch schon echt total besorgt. Oh Mann. Ja, super. Dankeschön. Ja, gerne, alles klar, dann schmeiße ich wieder raus. Aber passen Sie wirklich ein bisschen auf sich auf, ne? Schön essen, schön trinken, ja, nicht so viel arbeiten. Ja. Ich weiß, das ist komisch, wenn ein Arzt sagt, nicht so viel arbeiten, weil Ärzte ja laut Klischee sowieso immer viel zu viel arbeiten. Eben. Aber naja, seien Sie kein Arzt. Das ist auch ein guter Rat. Seien Sie kein Arzt. Finde ich gut, den nehme ich mit. Ja? Den nehme ich definitiv jetzt mit. Ich sollte in die Marketingabteilung gehen von uns. Absolut. Definitiv. Ja, seien Sie kein Arzt. Ja, ich trage das weiter so, ja? Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Ach, Mensch, Daniel, du bist auch da. Toll. Gute Besserung Ihnen. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Hallo, hast du dich gestern erkältet? Nicht, dass ich wüsste. Oh Gott. Sicher? Ja. Klingt aber so. Ganz sicher, ja. Also ich habe es gerade schon gesagt, ich bin kein Arzt, aber klingt ein bisschen so. Vielleicht auch einfach ein bisschen überarbeitet, wie wäre es denn damit? Oder eine Allergie. Oh, das kann auch sein. Arbeiten. Bist du aus der MD allergisch? Eigentlich nicht. Solange nicht, du nicht deine Schwester allergisch bist, ist alles gut. Das wäre ganz schlecht für ihn, dann musst du ausziehen. Wollte ich jetzt noch nicht vor. Guck mal, Connor ist auch wieder da, ist ja toll. Toll. Dispatch. Ja, jetzt aber noch kein Anruf. Den habe ich gestern schon mal gesehen, den Namen. Den Dispatch-Namen? Ja. Oh, das stimmt. Achso, ja, klar. Und deswegen kann man auch anonym senden, verstehe. Welchen Zusammenhang hatte ich denn den Namen? Ja, dann ansonsten fahrt mal langsam halt ruhig an. Okidoki, Connor, du fährst. Okidoki. Yeah. Ciao, Connor! Hat sie gar nicht vorgestellt bei mir. Na, frech. Wirklich frech. Das ist tatsächlich Connor Oakley. Der ist, wenn Asimov und King aus dem Haus sind, so der Führungsansprechpartner. Ach, das ist so. Also so die dritte Hand. Ja. Okay, das ist tatsächlich gut zu wissen, dementsprechend, naja. Aber er hat gerade noch ein bisschen, er hat noch keinen Kaffee gehabt. Der ist noch ein bisschen verpeilt. Hätte was geben Sie mal noch eine halbe Stunde. Naja, ich komme vielleicht nachher nochmal wieder. Genau. Apropos Kaffee, ich glaube, mich hat ein Klöck von euch angerufen, dass ihr noch extra Cappuccino bekommt. Möglich, ja. Mhm. Ich glaube, das DOJ hat keine Kaffeemaschinen. Wir haben nicht damit? Mal Klos. Oh, okay, ja gut. Ja. Und der Kompromiss von der Stadtverwaltung war jetzt, ja, wir stellen euch dann da ein paar Tixi-Klos hin. Ah ja, Entschuldigung. Ja, danke. Genauso haben wir auch reagiert, Daniel. Deswegen haben wir uns jetzt noch ein extra Büro gemietet, damit wir dort aufs Klo gehen können. Das heißt, wir fahren jetzt alle immer zum Klo. Oh Gott. Mhm. Ah, das stellt mir auch unangenehm vor. Also ihr sehr müsst unangenehm. Schon nach fucking Davis runter und dann habt ihr nicht mal eine Toilette? Absolut richtig. Yep. Okay, ich habe alles gehört. Ja, und ich habe alles gesehen, glaub mir. Alles. So nah kommt man sich seinen Kollegen sonst nicht. Oh Gott. Aber das will man auch meistens nicht, ne? Nee, meistens nicht, nee. Oh Mann. Das ist richtig. Ja, wunderbar. Dann lasse ich euch mal alleine. Dann viel Spaß auf Arbeit. Ja, danke gleichfalls, ne? Lassen Sie sich nicht ärgern. Das auf gar keinen Fall.
Wunderbar. Wir sehen uns. Ciao. Na klar. Bis dann. Es hat übrigens gar nicht voll geheilt von ihr. Ganz schön frech. Jetzt brauche ich immer noch einen Verbandskasten. Na toll. Das hat ja gar nicht voll geheilt. Toll. Was ist denn heute mit meinem Controller los? Irgendwas ist komisch. Hä? Hä? Irgendwas ist ganz komisch. Fühlt sich gerade alles nicht so an, wie ich es kenne. Hat er die Strafbefehle gezählt? Ja, da steht 12. Sehr gut. Er hat zumindest irgendwas gezählt. Waren es vorher 8? Kann mir gar nicht vorstellen. Ich hab das Gefühl, das muss eine ungerade Zahl sein. Naja. Ist ja leider so, wenn der Botti immer abstürzt. Chockt sie, oder? Okay, jetzt geht sie ans Telefon. Jetzt hätte ich sie mitgenommen. So, wo ist denn hier der nächste 24-7? Oder wo waren denn die Apotheken eigentlich? Im Norden eher, ne? Einer an Mikey fehlt. Warum fehlt ausgerechnet der an Mikey, Prisma? Wahrscheinlich, weil es einfach der letzte war, ne? Da habe ich die Akte auch noch gar nicht fertig geschrieben. Oder? Habe ich noch? Habe ich nicht, ne? Ne, wir sind ja danach direkt los. Da habe ich nicht fertig geschrieben, diese Akte. Für den Schlag gegen Coldwell. Badum. Kann ich hier irgendwo auch ein 24-7 oder so? Hm. Wie viele Autos stehen denn hier schon? Ja, los. Warte mal, das ist eine Tankstelle. Haben die auch Verbandskästen? Warte kurz. Und tanken können wir eh mal. Passt ja. Einmal bitte tanken. Thank you. Und währenddessen gucke ich nicht rein, weil da hast du. Cool. Na dann. Danke mal kurz. Hätten eigentlich für einer. Hä? Was ist denn hier los? Scheiße, ich hätte mir ein Fernglas kaufen sollen. Was ist denn er für ein Typ? Irgendein Garagentypi. Von was denn? Öffentliche Garage? Nee, oder? Macht keinen Sinn. Voll. Zane? Ah, ja, guten Abend, Miss Zane. Ferguson am Apparat. Ja, wunderbar. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche einen Staatsanwalt in den Zellen, da habe ich gerade Kundschaft mit reingeschleppt. Na klar, ich komme sofort. Super, danke. Bis gleich. Bis gleich. Okay, macht natürlich sehr viel Sinn, dass da drüben gegenüber auf der Straßenseite eine öffentliche Garage ist und hier auch. Naja, gut. Besser als keine. Ab in die Zellen. Schana.
Schananana. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch 24-7. Ich würde aber, wenn ich eh gerade hier bin, ehrlicherweise lieber mit einem DOJ-Fahrzeug fahren. Tankmäßig. Irgendwas ist komisch mit dem Controller. Tankmäßig ist es ja egal. Wir müssen eh alles selber bezahlen. Aber, ne? Ich darf den Hund nicht einparken, weil ich kann ihn nicht wieder ausparken. Oh, ich klaue mir einfach hier auf vorne ein. Das andere... Ach, das ist der von Wayne, glaube ich, ne? So, her damit. Habe die. Oh, das ist, glaube ich, der von Victor. E-Auto. Oh Gott. Also, ich muss auch sagen, beschleunigungsmäßig kommt nichts über E-Autos, ne? Es ist einfach so. Und fahren mit Tempomat kommt auch nichts über E-Autos. Weil, nicht so, weil man da nicht hört, dass sie so hochdrehen. Ich glaube, ich kann doch jetzt einfach hier reinfahren, oder? Ist das die richtige Seite gewesen? Ja. Nee. Was nicht. Andere Seite wäre es gewesen. Toll. Ha! War doch richtig geil, Alter. Mega! Um diese Uhrzeit schon jemand in den Zellen? Ist denen langweilig? Hallo! Hallo! Bin mein Name, Staatsanwältin. Ich wurde in die Zellen gerufen. Wie wurden die Zellen gerufen? Weg runter finde ich sonst. Einen Moment. Na klar. Vom Ferguson wahrscheinlich. Ferguson, genau. Soll ich sie runterbringen? Also runter schaffe ich es. Ich muss halt nur durch die Türen, ne? Ja gut, ich weiß nicht, wie viele Türen zwischendrin abgeschlossen sind. Na, hoffentlich alle. Ja. Ah, Staatsanwaltschaft. Mr. Ferguson, da bin ich schon. Perfekt. Super, ich danke, Officer. Vielen Dank, Officer. Haben Sie was zu essen und trinken dabei? Ist ich jetzt? Oder für den Typen in den Zellen unten. Ja, klar, ich habe was dabei. Ach, super. Ich finde hier in dem Haus nichts. Der verhungert man in der Bude. Der ist auch, also, wenn man eine Etage hochgeht, ist es definitiv ein Labyrinth, ja. Gut, Staatsanwaltschaft ist da, hier Anwälte von Black Lotus kommen noch. Ja, na großartig, Mr. Posch, ich freue mich. Die wissen nicht, wen die schicken, aber Black Lotus wohl. Klingt für mich eher wie eine asiatische Mafia als ein Kanzleiname, aber naja. Naja, vielleicht ergibt sich da ja noch was, Mr. Ferguson. Wer weiß das schon, ne? So. Können Sie mir was sagen zu dem Fall, oder? Ach so, ja, ich brief Sie mal kurz. Das ist Herr Dexter DeVille. Habe ich am Ladenraub an der Grove Street Tankstelle gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ein Raub war oder ein Streit. Könnte auch nur einfach eine Nötigung gewesen sein, statt ein Raub. Weil Diebesgut habe ich gar keins entdeckt bei ihm. Mhm. Er hatte ein Messer in der Hand und hat den Ladeninhaber bedroht. Was haben Sie gesehen, Das habe ich gesehen, genau. Ja, das Messer habe ich auch konfisziert. Mhm. Das Einzige, was er geäußert hat, war, dass er einen Streit hatte mit ihm wegen dem Schokoriegel, weil er da irgendwie veraltete Schokoriegel oder abgelaufene Schokoriegel verkauft hat oder sowas. Mhm. Ja, da ziehe ich auch immer direkt mein Messer und bedrohe denjenigen, genau. Eigentlich. Ja, ich dachte mir auch, so ein Spinner, den kriegst du echt direkt zur Frühschicht sozusagen. Mhm. Haben Sie schon mal geschaut, ob er vorbestraft ist? Dexter DeVille, nee, habe ich noch nicht im System gecheckt, aber die Daten habe ich auf jeden Fall aufgenommen. Wunderbar. Wir können ja mal kurz vorlaufen. Genau, dann gucke ich. Hier hinten ist übrigens auch ein PC sonst. Ja. Dann gehen Sie schon mal vor. Kurz, ja. Oder geben Sie mal das Essen schnell, dann reiche ich das weiter. Stimmt. Ich habe ein bisschen Wannsee. Ich gebe ihm einfach was, das muss er jetzt. So. Oh. Das ist was Japanisches. Ja. Oh, da wird er sich freuen. Ich hoffe doch. Und ein Stückchen Obstkuchen. Ach super, dankeschön. Ich glaube, die Tür dürfte offen sein.
Backst du Brot? Backst du Brot? De Wilde. Gibt's schon eine Akte? Natürlich nicht. Okay. Dann De Wilde. Dexter De Wilde. Verurteilt, verurteilt. Shopraub, Shopraub. Toll. Hm. Wiederholungstäter. $1,000. Geständnisvereinbarung. Was ist denn das? Wer hat denn das gemacht von uns? Trent. Ach Gott, ich liebe Ethan. Es konnte auch nur Ethan sein. Ich bin ganz ehrlich. $1,000. Danach gab's. 6 Tage später. $800, $700 Haftzeitanrechnung, $100 Bar Strafmaß. Ja, was auch immer. Oh Gott, das ist genau das Gegenteil von Grant. Der Silver, das Silver und Grant sind genau Gegenteile, was die Aktenarbeit angeht. Ach, da kommt die Stadtverwaltung. So, bitte, kommst rein. Oh, ja, da. Nee, noch nicht ganz. Warum nicht? Jetzt, wunderbar, okay. Vielen Dank. Oh, da, das Schloss hier gegriffen. Mr. Deville, richtig? Ja, richtig, ja. Zane, mein Name, Staatsanwältin. Sie hatten Anwälte angerufen, richtig? Das ist richtig, ja, Lorgut. Gut, dann müssen Sie mir natürlich vorher auch nichts verraten. Dann warten wir auf Ihre Anwälte. Oh, wenn man... Oh, ich höre schon Getrappe, genau. Sehr schön. Dann bringen Sie die Anwälte mit Nolan. Nein, ach so, ah ja, gut. Oh, schade eigentlich. Schade, ja. Ansonsten, Mr. Ferguson, habe ich jetzt schon mal kurz in die Akten geschaut. Mr. Deville hat schon 2 Verurteilungen wegen eines Ladenraubes tatsächlich. Ah, deswegen kennt er sich so gut aus. Hm. Ich schau mal oben, ob da schon mit Holt ist. Ah, danke schön. Ja, er hat auch direkt gesagt, war kein Raub, war nur Streit. Ja. Gibt ja kein Diebesgut bei mir und bla bla bla. Ah, ja, na, das klingt wirklich, als würde er sich aus. Kennt sich aus, ja. In Ordnung. Ah ja, und er sagt nichts mehr ohne seinen Anwalt. Ja, dachte ich mir, deswegen frage ich auch gar nicht. Wenn wir da nicht irgendwie in die Bredouille kommen. Nachher kommt der Anwalt wieder auf mich zu und sagt, warum haben Sie überhaupt noch Fragen gestellt? Ja. Alles gut. Ansonsten, Mr. Deville. Sie doch nicht in die Bredouille, also ich bitte Sie, Miss Zane. Natürlich nicht, aber Mr. Deville. Da waren ja jetzt einige Tage zwischen den Akten tatsächlich vergangen. Ah, da, Anwaltskanzlei. Ich fände es gut, wenn da noch der Zeitraum immer länger wird jedes Mal, ja? Fände ich super. So, guten Tag, Mr. Zane. Guten Tag. Ja, wir briefen Sie mal kurz zum aktuellen Stand der Dinge. Ich spreche mal so laut, dass mir jeder hier versteht. Ihr Mandant, Herr Dexter Deville, 23.03.94. Wurde bei einem gemeldeten Ladenüberfall vom Ladeninhaber über einen stillen Alarm gemeldet. Streife vor Ort angekommen und hat ihn mit einem Messer in der Hand bewaffnet gesehen. Als er gestellt worden ist, war er kooperativ, hat die Hände gehoben und hat sich ohne Widerstand gestellt. In dem Kontext gab er an, dass er in Streitigkeiten geraten ist mit dem Ladeninhaber aufgrund abgelaufener Schokoriegel, die er verkaufen würde. Und daraufhin wurde er festgenommen und aufs Revier verbracht. Konfisziert wurde ein Messer und Rechte wurden verlesen. Anwalt wurde bestellt und Staatsanwaltschaft ist da. Der gute Herr ist mehrfach vorbestraft wegen diverser Ladenräube. Mhm. Genau. Habe ich irgendwas vergessen? Hey, das war perfekt. Wie lange ist der Herr schon in den Zellen? Keine 10 Minuten. Okay, wunderbar. Perfekt. Gut, dann würde ich kurz mit meinem Mandant sprechen und dann komme ich wieder auf die Frau Staatsanwältin zu. Natürlich. Super, wunderbar. Zane? Ja, Biermann, Grüße. Guten Tag, Herr Biermann. Wir bräuchten bitte mal jemanden in den Zellen. Ach Mensch, was ein Zufall, ich bin zufällig schon da. Kommen Sie einfach mit dem Tatverdächtigen runter. Ne? Ja, wunderbar. Vielen Dank. Dann bis gleich. Bis gleich, ciao. Ja, jetzt wird es ja richtig voll hier. Ja, wir haben einige Dispatches. Ein paar Leute in der Southside machen ein paar Läden, ne? Verstehe. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt. Sie schlafen alle noch, ja. Ganz genau deswegen, ja. Ja, dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen Zeit jetzt hier verbringen. Ach so, schön. Sehen Sie, da geht es direkt weiter. Mr. Weasel, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, perfekt. In der Adnan. Es geht darum, bezüglich dieser ganzen Nebenbeier. Ja?
ja. Für Laub sagen kann, Bumsgeschichte da. Bumsgeschichte finde ich was, gut, ja. Ja, was sind da denn momentan eigentlich unsere Handlungsräume bezüglich dieser Straßenbarrikaden, die wir aufbauen? Die haben die gestern nämlich nochmal mit Lampen und noch mehr Sandsäcken verstärkt. Ja, das ist eine öffentliche Straße. Die sperren da eine öffentliche Straße ab, das ist nicht erlaubt. Also könnte ich die rein theoretisch räumen lassen? Sie könnten die nicht nur rein theoretisch räumen lassen, das habe ich schon tatsächlich vor ein paar Tagen dem PD mitgeteilt, dass die da weg müssen, ja. Ja, dann versuche ich das heute mal zu machen. Für Sie, Herr Wiesel, genau, für Sie, Herr Wiesel, auch als Info, wir Staatsanwälte sind dran, wir haben da, wir sind gerade dabei, alle, ich sag jetzt mal, Anklagepunkte zu sammeln und es wird da Sammelklagen geben, sodass wir dem Ganzen endlich mal einen Riegel vorschieben. Ja, also wir sind dran, das Professor Wiesel. Angenehm, ja. Gut, wunderbar nicht, denn, ja, dann, gut, ja, ich überlege mir mal, wie ich das dann formuliere und wie ich die Straße da räumen kann. Genau. Im Endeffekt, Herr Wiesel, ist es durchgehend eine Nötigung, weil natürlich auch Anwohner nicht zu ihren Häusern können, ne? Und es ist eine öffentliche Straße, das gehört denen nicht. Und die Feuerwehr kann mittlerweile auch nicht mehr rein. Ja, dann ist es auch eine unterlassene Hilfeleistung. Ja. Ganz genau. Wunderbar. Danke sehr, Frau Sander. Vielen Dank. Ciao. Okay. Und das lassen Sie dann nochmal zukommen. Mhm. Aktenzeichen können Sie jetzt, wir haben mit 0011 angefangen. Ah, das heißt, hier übernehmen Sie bitte 0012, das habe ich vergessen zu sagen. Ja, okay, ja, deswegen hatte ich am Anfang 1001 geschrieben gehabt. Ja, kein Problem. Ja. Mr. Ferguson, wo ich Sie gerade hier habe, kann ich Ihnen kurz eine Frage stellen? Ist gerade jemand von der DTU zufällig erreichbar? Schau mal nach für Sie. Würde ich danach alle zusammen. Schön. Ach, Lady von Winewood. Mensch. Hallo. Was für ein seltsamer Anblick. Ja, Detective Navarro wäre da. Perfekt, vielen Dank. Du bist und Detective Navarro. Mr. Zane, Moment. Zane? Da hörst du schon einmal hier. Ja. Hallo. Ich habe nur eine kurze Frage. Ja. Wir können eintreten. Ich habe eine Anzeige aufgenommen und habe die auch jetzt schon übergeben. Jetzt ist halt die Frage, wie läuft das mit der Weitergabe von den Aktenzeichen? Kann ich das den Opfer die Aktenzeichen weitergeben oder läuft das über euch? Opfer, meinen Sie? Oder Angeklagter? Ja, nee, Opfer. Also die hat die Anzeige gestellt. Aber ist sie mit einem Anwalt gekommen? Ja, sie ist mit einem Anwalt gekommen. Ja, dann können Sie dem Anwalt des Geschädigten natürlich das Aktenzeichen rausgeben, natürlich. Okay, gut, das war jetzt, weil ich kenne das nämlich anders, deswegen wollte ich mich vergewissern, bevor ich jetzt irgendwelche Aktenzeichen rausgebe. Nö, das müsste alles in Ordnung sein. Aber wenn die diese Anzeige selber erstellt haben, dann haben die natürlich auch Recht darauf, dass sie schauen, dass sie auch getätigt wurden, diese Anzeige. Okay, das war meine Frage, danke. Ja, ciao. Tschüss. Paschulke. Ich habe Sie. So. Entschuldigen Sie, Mr. Zane. Da ist ein Schokoriegel ja noch so von angenehm. So, Miss Zane. Mr. Zane. Dann erzählen Sie mal. Ja, also, Ihr Mandanten. Mr. Nolan, was gibt's? Nichts. Aber nicht verwandt oder verschwiegert. Nein, es wird anders geschrieben, tatsächlich. Ach so, Gott sei Dank. Das wäre ja sonst echt. Ja, das wäre seltsam. Ein Interessenskonflikt vielleicht so. nein, wird anders geschrieben, aber wir mussten auch sehr lachen, ja. Mr. Zane. Ihr Angeklagten wird, Angeklagten sag ich schon, mein Gott, Ihren Tatverdächtigen wird vorgeworfen. Ja, ach, hört Sie auf. Es sind lange Tage aktuell. Verstehe ich. Die Nötigung, Paragraph 12. Punkt. Ich will es eigentlich ganz kurz machen. Gut. Dann verhandeln wir noch über den Preis. Ah, sehr gut, er gibt's zu, ja? Ja. Gut, er bleibt bei der Geschichte. Das ist ja wunderbar. Ja. Also, ich habe schon mal in die Akten reingeguckt. Das letzte Mal $1,000, ne? Von $800 aufwärts. $1,000 war es das letzte Mal. Ich würde sagen, wir sind wieder bei $1,000, da er sehr geständig ist und Mr. Ferguson auch meinte, dass er sehr kooperativ war. Würde ihm aber anraten, dass er das Ganze als Sozialstunden im Community Center abarbeitet. Das dachte ich mir schon fast. Ja. Das macht in dem Fall auch Sinn. Ja, finden Sie auch. Das ist ja wunderbar. Das klingt doch schon mal sehr gut. Seit wann arbeiten Anwälte und Staatsanwälte so gut miteinander? Mr. Ferguson, also wirklich, die Black Lotus Law Group und ich haben schon eine lange Vorgeschichte. Deswegen klappt das ganz gut. Wir verstehen uns. Ja. Ich sehe schon, das ist mir fast schon zu viel. Wir verstehen uns. Es geht noch anders. Also wenn Herr Pusch hier wäre, wäre das wahrscheinlich nochmal ein Ticken anders. Genau. Aber in dem Fall... Also wie gesagt,
Mein Entgegenkommen ist in dem Fall, dass wir quasi nicht wieder die Strafe erhöhen, obwohl er Folgetäter ist, weil er so beständig und kooperativ ist. Und wenn er es als Sozialstunden macht, dann sind wir bei $1,000. Das wissen wir ja, das sind 20 Minuten Hafteinheiten. Ja. Und bei den Sozialstunden wären es dann tatsächlich 10 Minuten. Aber da müsste er sich natürlich auch mit dem Sozialhelfer auseinandersetzen. Ja? Mhm. Das ist das, was ich ihm anbieten kann. Das ist ja nett. Ja. Ja, definitiv. Also ich habe jetzt mit ihm darüber noch nicht gesprochen, aber er wird es annehmen, ja. Ja, dann unterbreiten wir ihm das Angebot doch mal. Genau. Wunderbar. Er wird das definitiv annehmen. Mr. Oh. DeVille, guten Tag. Ja, bitte. Ich habe schon mit Ihren Anwälten gesprochen. Wir sind zu der Einigung gekommen, dadurch, dass Sie so geständig waren und kooperativ den Officern gegenüber, haben wir bei Ihnen den Tatbestand der Nötigung, Paragraph 12. Und würden Ihnen dafür $1,000 Strafmaß geben. Wir sehen bei Ihnen noch großes Potenzial, dass Sie sich bessern können. Dementsprechend, kommen wir Ihnen da entgegen von der Staatsanwaltschaftsseite aus und würden das als Sozialstunden anbieten. Um Ihnen das kurz vorzurechnen, das wären eigentlich 20 Minuten Haftersatzzeit. Das macht dann 10 Minuten Sozialstundenarbeit im Community Center. Ja gut, ne? Ob es meinen, sind die abzuarbeiten? Also sie haben dafür natürlich im Endeffekt 5 Tage Zeit. Ja, und ich habe leider seinen Namen vergessen. Aber der Herr vom Community Center arbeitet da sehr gut mit uns zusammen und meldet uns das auch zurück. Ja gut, 10 Minuten sind ja nicht so lange. Ja, das Messer gibt's aber nicht wieder. Nee, das ist ein Tatbestand. Im Endeffekt geht es mir tatsächlich darum, wie gesagt, ich sehe da ein bisschen Potenzial. Ne? Sie hatten ja eine lange Zeit dazwischen, sind sie nicht mehr auffällig geworden. Ich habe die Hoffnung, dass die Sozialstunden und der Herr vom Community Center sie vielleicht so ein bisschen auf die richtige Spur wieder lenken können. Ja? Mhm. Deswegen wäre mir das wirklich wichtig, wenn sie das annehmen würden. Ja, kriegen wir. Gut, wunderbar. Ja, dann dürfen Sie den Herrn wieder rauslassen, Mr. Ferguson. Ja, mache ich gern. Wunderbar. Oh, vielen Dank, Mr. Zane. Ja. Es ging. Und Dela Cruz, Entschuldigung. Irgendwann merke es mir. Ich muss sie vielleicht mal in mein Telefon einspeichern, dann merke ich mir das. Ui. Mr. DeVille und Kollegschaft. Gib mir rein, Sekunde. Natürlich. Die Nummer würde ich auch direkt nehmen, Frau Zane. Haben Sie einen Vornamen? Achso, ja, hier, bitteschön. Ihre elektronischen Gegenstände. Oder ich gebe Ihnen einfach meinen und Sie schreiben mir beide ein SMS. Oh, der ist so. 326 138. 138? Mhm. Ui. Der Vorname? Liv. Ah. So, dann habe ich der das Harley auch eingespeichert. Kann ja nur Paschulke sein. Schreibe ich Ihnen dann gleich ein wunderbar. SMS. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bestimmt häufiger heute wieder. Ich glaube, wird eine runde Runde heute. Wow. Ja, gucken. Wiedersehen. Komm hier raus. Achso, würden Sie einmal für die Anwälte öffnen, bitte, Professor? Bitte schön. Also, Sie sind die Anwälte? Ja, wir würden gerne wieder gehen. Okay. Er hat noch einen Kuchen von mir bekommen. Also. So, wer von den Officern kann mir denn was dazu sagen? Sie sind schon auf mich zugekommen. Ich komme nach vorne. Ja, wunderbar. Ja, also lustige Geschichte. Oh, lustig sogar, jetzt freue ich mich. Ja, wir haben die bei einem Hauseinbruch angetroffen, oben in den Vinewood Hills. Aha. Wissen Sie so, war das vielleicht mein Haus? Nee, das war meins. Ach so. Ah, oh, auch schön. Ja, ne? Deswegen. Dann haben wir halt mal gefragt, was die da machen. Und haben gesagt, sie wollen irgendwie Blumen gießen für einen Freund. Mhm. Der Freund hat aber auch kein Handy, also war nicht erreichbar. Mensch, das ist aber wirklich schade, dass sie nicht erreichbar waren. Ja, ne? Also wirklich. Ja, ja. Und angeblich hatten die wohl auch einen Schlüssel, aber können den nicht aushändigen, weil das halt über diesen einen Freund laufen muss, diesen dubiosen. Mhm. Und die Dame, die haben wir angetroffen am Kühlschrank. Die hat sich da vermutlich am Kühlschrank bedient. Ja. Ach, die waren schon drin. Die waren schon drin. Die Dame hat auch einen Verbandskasten und einen Kühlpack dabei. Mhm. Und ich weiß, dass ich die vorher im Kühlschrank hatte. Allerdings haben wir die Dame dann in die Küche hingebracht. Ja, ne? Also da waren Pflaster drin, ein Verbandskasten und Kühlpacks. Ein Kühlpack muss da sein. Dann waren sie nicht mehr drin. Das haben wir noch nicht nachgeguckt. Das ist die Sache. Weil wir haben die direkt hier hingebracht. Würden Sie mir tatsächlich den Gefallen tun, dass Sie einmal wieder nach Hause fahren und gucken, ob die Sachen da noch drin sind? Das wäre tatsächlich wichtig, weil sonst kann ich den Diebstahl nicht nachweisen.
Selbstverständlich. Soll ich den Kollegen hier lassen? Soll ich ihm alleine fahren oder soll der mitkommen? Ich weiß nicht, wie. Also dürfen Sie alleine fahren? Weil irgendjemand muss hier bleiben. Eigentlich nicht. Ja, dann müssen Sie nicht alleine fahren, aber. Nee, genau. Dann nehmen Sie Herr Rocket mit. Wahrscheinlich so lange hier. Der Herr Rocket ist ja noch da, genau. Und genau. Wenn das nämlich nachweislich ist und ich Ihnen dann auch den Diebstahl nachweisen kann, der Lady von Vinewood, dann kriegen Sie nämlich auch Ihr. Was dann war es? Warndreieck und Verbandskasten wieder. Wissen Sie? Nee, Warndreieck war es nicht. War ein Verbandskasten, ja? Mindestens ein Kühlpack und Pflaster waren drin. Ein Kühlpack, ja, ja, okay. Genau. Nee, genau, dann kriegen Sie das nämlich auch wieder, ne? Dann dürfen Sie sich das wieder nehmen. Darum geht's. Deswegen wäre es tatsächlich wichtig, dass Sie einmal in den Kühlschrank gucken, bitte. Na klar, dann fahren wir einmal und dann, Sie bleiben so lange hier, ne? Also, genau, genau. Ich muss ja eh noch vielleicht auf Anwälte oder so warten und so weiter und so fort. Kommst du einmal kurz mit? Wir fahren mal kurz rüber. Ja. Oh Mann, ich wollte am liebsten Weasel News anrufen. Officer Rocket, Lady von Vinewood. Hallo, ein wunderschönen. Hallo. Sagen Sie, ist Mr. Lettner erreichbar? Weil ich könnte mir vorstellen, den wollen Sie gerne haben. Oh, ja, wollen Sie einen anderen Anwalt? Ja, ohne meinen Anwalt würde ich tatsächlich gar keine Aussage tätigen wollen. Ja, das ist auch eine Aussage. Auf ihn warten. Ja, das ist ich dann würde... schwierig. Wieso denn? Naja, wenn Sie jetzt keine Aussage tätigen, dann verhandle ich das nach, Sie tätigen keine Aussage. Ja. Richtig. Was halten Sie denn davon, wenn wir zu Diplomatiezwecken wie gestern Abend einfach nochmal wieder vorbeikommen? Ich habe ja Ihre Nummer, Miss Zane. Ja, das ist absolut richtig. Ich Ihre auch. Ja, es freut mich auch immer noch. Vielen lieben Dank. Das Ding ist, ne, also von mir, meiner Seite aus ist die Beweislage klar. Dementsprechend, wenn ich Sie hier wieder rauslasse, dann haben Sie von mir einen Strafbefehl. Ach, gegen wirklich? Den können Sie aber, ja, ich gebe Ihnen jetzt kleine Rechtsbeihilfe, weil der Herr Lettner nicht da ist. Ich bin so nett, ja? Ach, das ist wirklich nett. Ja, dann würde ich Ihnen den ausstellen, aber Sie haben 72 Stunden Zeit, um dagegen Einspruch zu erheben. Und wenn Sie dagegen Einspruch erheben mit dem Herrn Lettner zusammen, dann geht das Ganze vor Gericht. Und dann wird der Richter darüber entscheiden, ob ich recht habe oder nicht. Ja, das ist die Möglichkeit, die Sie haben. Das ist sehr anstrengend. Richtig. Und dass wir nachher vorbeikommen, wenn Herr Lettner sein Telefon auch hat. Nee, leider nicht. Nee, leider nicht. Sobald Sie in den Zellen sind, Miss von Vinewood, ist es leider vorbei. Einen Moment, ich muss kurz an die Leitstelle gehen. Mr. Ferguson. Zane, Akte ist erstellt. Ich habe direkt DOJ Zane reingeschrieben. Perfekt, vielen lieben Dank. Top. Dann bis zum nächsten Mal. Abend. Jo. Ciao. Das läuft bei uns anders ab. Gut. Das Einzige, worauf ich gerade noch warte, ist, dass tatsächlich der Herr, dem das Haus gehört, einmal zurückfährt und in seinen Kühlschrank guckt, was denn so fehlt. Ja? Darauf warte ich gerade so ein bisschen, damit Sie Bescheid wissen. Und ich kann ihn ja schon mal öffnen, da Sie keinen anderen Anwalt wollen. Es wird Ihnen vorgeworfen, einmal der Hausfriedensbruch, da Sie in ein fremdes Haus eingebrochen sind, das Ihnen nicht gehört und zu dem Sie auch keinen Schlüssel besitzen. Und zusätzlich auch der Diebstahl, da dem Herrin wahrscheinlich, das schaut er ja jetzt nach, Dinge aus dem Kühlschrank fehlen, die bei Ihnen gefunden wurden. Mhm. Das sind die Vorwürfe gegen Sie. Wie gesagt, ach, Jemine. Sie können noch was dazu sagen, ansonsten schreibe ich einfach Ihnen Aussage verweigert und dann handle ich das so ab. Dann müssen Sie das wohl so machen. Ja, dann machen wir das. Mr. Rocket, wissen Sie eigentlich, was ob der Herr hinter uns irgendwas fleißig hatte? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass es der Innenminister ist. Der Innenminister? Ich kenne ja schon den Verteidigungsminister. Aber ja, das ist der Innenminister, den wir hier bei uns in den Zellen haben. Verstehe, verstehe. Wunderbar. Naja, bringe ich in Erfahrung, ja? Genau, ob er im Haus war, ne? Und ob er auch irgendwie was bei sich hatte. Warten Sie kurz 2 Minuten, ne? Vielen Dank. Wie lief eigentlich gestern das Gespräch mit Mr. Callahan? Ja, gut, sehr gut. Ja, wunderbar, das freut mich. Also ich hatte auch das Gefühl, dass Sie danach eigentlich noch sehr gut gelaunt waren. Ja, ich war sehr gut gelaunt. Wissen Sie, es ist jedes Mal eine Freude, unserem Herr Lettner zuzuhören bei seiner Arbeit. Ja, das glaube ich tatsächlich. Das entertaint mich tatsächlich sehr. Das glaube ich Ihnen. Ja. Das glaube ich Ihnen. Ich hatte ja schon eine Gerichtsverhandlung gegen Herrn Lettner, da war er allerdings der Pflichtverteidiger von Mr. Briggs. Auch das war schon eine sehr schöne Show. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Gut, gut. Ja, wie viel kostet denn dieses Ticket, was Sie da ausstellen? Sind Sie vorbestraft? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich meine mich aber zu erinnern, dass es da noch ein paar offene Akten gegen Sie gibt, tatsächlich. Das kann ich ja leider, also...
Bei uns nicht. Ich muss das nachher nochmal nachschauen. Auch ja, in ja, ja. Und dann erzähle ich Ihnen auch gerne, um was es sich hier handelt, also geldmäßig. Ja, aber es sollte im Endeffekt ja auch kein Problem für Sie sein, das zu bezahlen. Egal, welche Summe ich jetzt nenne. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das zahlen möchte. Das wäre schließlich ein Schuldeingeständnis, nicht wahr? Im Endeffekt, ja. Und ich habe Ihnen ja die Möglichkeit genannt, die Sie ja haben. Ja? Richtig, richtig. Gut. Gut, wollen wir kurz zur Seite gehen? Natürlich. Die waren beide im Haus. Ja, okay. Ob jetzt was fehlt, kann Biermann noch nicht sagen. Der fährt ja gerade zurück. Genau. Also bis jetzt wurden nur Sachen, die er kennt, bei ihr abgenommen. Mhm. Genau, nur bei aber ihr. Beide waren im Haus. Okay, wunderbar. Na, vielen Dank. Alles klar. Mr. Rocket. Geldstrafe 10.000. Ist das schon eine Bande? Naja. Aus Friedensbruch, Penal Code. $5.000. Es wird nicht so teuer. Wer sie nach Aufforderung eines Berechtigten entfernt, ist nicht zu bestrafen. Naja, da hatten sie ja keine Möglichkeit mehr zu. Ja, ist nicht so teuer, ne? Ich glaube, sie ist nicht vorbestraft. Noch ist sie nicht vorbestraft. Ich muss es so niedrig machen, dass Mr. Lettner selber weiß, dass wenn er jetzt vor Gericht geht, dass es schlecht für ihn ausgeht. Haben Sie kurz einen Moment? Na klar. Es wurden Rahmen entwendet. Rahmen? Rahmen. Nudeln? Ja. Oh mein Gott. Ja. Das ist Höchststrafe. Weiß ich auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Höchststrafe, definitiv. Ja, also Rahmen wurden noch entwendet. Hast du einen? Warum machen Sie das? Bitte? Das ist wirklich Lady von Winewood, also jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Bitte? Rahmen mitgehen lassen. Ja. Was haben wir mitgehen lassen? Rahmen, Nudeln. Also, Frau von Winewood, wirklich, das ist ja... Nee. Also ich bin kurz davor, Ihnen die Höchststrafe zu geben, ne? Also, Sie können... Ich habe keine Rahmen entwendet. Schauen Sie doch mal nach. Haben Sie die etwa auch schon gegessen? Das ist Beweismittelvernichtung. Lady von Winewood. Oh mein Gott. Also ich habe das... Nein. Um Gottes Willen, ich habe keine Rahmen dabei. Oh Gott, Mr. Rocket, mir wird ganz blubberant. Oh Gott. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, wie ich damit umgehen soll, aber Sie sind ja die Staatsanwältin, Gott sei Dank. Von Winewood. Ich hasse. Rosane? Ja, alles gut. Alles gut, wieder schön. Gut. Wissen Sie was? Ich war bei. Wissen Sie, es war auch noch ein Hassverbrechen? Sie hassen Nudeln? Haben Sie es deswegen geklaut und einfach weggeschüttet? Nein, ich war nämlich letztens in diesem Nudel-Exchange und die Bedienung des Services ist da wirklich unterste Kanone. Warum gehen Sie in den Nudel-Exchange, wenn Sie Nudeln lassen? Ich habe diese verdammten Nudeln nicht gegessen. Also in die Toilette runtergespült. Auch nicht. Lady von Winewood. Vielleicht hat sie einen Messer, was damit zu tun. Oder die Illuminaten. Ach ja. Vergessen Sie nicht die Illuminaten. Gut, Sie kriegen das hier schon hin. Ich bleibe zur Absicherung bei Ihnen. Natürlich, vielen Dank. Hassen Sie wirklich Nudeln? Ich weiß nicht, pumpen Sie doch meinen Magen aus. Vielleicht kommt ein paar Nudeln nein, raus. Aber Sie wirklich hassen? Ach so. Ja, nein, eigentlich. So. Wobei, das ist eigentlich eine hervorragende Idee. Ich muss kurz sondieren. Dieser Nudel... Nein, das werden wir nicht machen. Dieser Nudel-Exchange-Laden wäre wirklich sehr, sehr unfreundliches Personal dort. Ich saß an meinem Tisch. Dort kam mich keiner bedienen. Dann habe ich meine Klingel geläutet. Bing, bing, bing. Oh, ja, ich bin gerade nicht dabei. Ach so, schade. Bin ich gerade nicht dabei. Nein, und dann wurde ich aus der Küche angepumpt. Wenn Sie was wollen, müssen Sie warten. Ja, und dann habe ich den Laden verlassen, nicht wahr? Also da wurden Sie ja wirklich mies behandelt. Oh. Da kann ich nicht empfehlen, diesen Nudel-Exchange. Wer ihr Potenzial nicht erkennt, wenn sie einfach nur da sitzen, ist auch selber schuld. Na, ich hätte einen Batzen Geld da gelassen. Richtig. Dachte ich mir. Nun gut. Wunderbar. Ich warte leider immer noch auf die Officer. Auf welche Officer? Diesen Herrn Bier... Die sie mitgenommen haben, genau. Biermann, glaube ich.
Ach so, ja, ein ganz reizender junger Mann, wirklich. Also da. Aber ich ist das denn der Freund, von dem Sie gesprochen haben? Sie meinten ja, Sie gießen da die Blumen für einen Freund? Also, wenn Sie so schlecht über ihn reden. Mrs. Zane, ich habe Ihnen doch gesagt, ich werde ohne den Anwalt nichts dazu sagen. Ah, man kann es ja mal probieren, Lady von Weinig, ja, nicht wahr? Ich weiß, Sie scheinen mir ein Schlitzohr zu sein. Aber wissen Sie, ich bin auch ein Schlitzohr. Ja, ich merke das schon. Bei Ihnen ist das nicht so einfach. Andere hätten es schon längst geplaudert. Mag ich. Gefällt mir. Oh. So. Ich habe schon gehört. Das Schlimmste aller schlimmen Dinge ist passiert. Ihnen fehlen Rahmen. Ja, ne? Die guten, sättigenden Nudeln. Oh Mann. Wirklich. Aber was ist mit den anderen Sachen? Verbandskasten und so? Verbandskasten fehlt und der Kühlakku. Aber das Rahmen ist relativ egal, ne? Aber. Wunderbar. Gut, die Dame möchte keine Aussage tätigen, da Herr Lettner nicht da ist. Für mich ist die Sache allerdings trotzdem klar bei der Dame. Der Herr war einfach nur da und bei dem haben sie nichts gefunden, was jetzt zu ihrem Grüschenk-Inhalt passt, richtig? Ich müsste selber nochmal reingucken, ne? Nee, also ich weiß nicht, ob da was drin war. Wir müssten selber nochmal durchgucken. Ich weiß, ja also ihn durchgucken, meinen Sie? Genau. Ja, dann gucken Sie ihn doch nochmal durch und ich mache schon mal die Lady hier fertig. Na, alles klar. Ja? Gut. Wir haben es so ein bisschen mitbekommen, Lady von Winewood. Ja? Natürlich, das Rahmendrama. Das Rahmendrama, richtig. Aber es sind auch noch unwichtigere Sachen weggekommen, ne? Sie haben einen Verbandskasten und ein Kühlpack dabei und zufälligerweise fehlen dem Herren jetzt in seinem Kühlschrank ein Verbandskasten und ein Kühlpack. Ja, das müssen Sie dann gleich einmal bitte aushändigen, da das nicht Ihres ist. Das müssen Sie wieder zurückgeben, richtig? Denn ich, doch. Der Strafbefehl lautet, die Paragraphen von den kleineren Sachen weiß ich gar nicht so auswendig. Paragraph 4 des Penal Codes, Hausfriedensbruch, da Sie sich rechtswidrig Zugang zum Haus des Kollegen verschafft haben. Und zudem der Diebstahl, das wäre, warten Sie ganz kurz, Paragraph 15 CC Absatz 1 und damit wird es ein Strafbefehl von insgesamt $1,000. Ach was. So. Jetzt überlege ich gerade selber, wie lange Sie schon hier sind. Jetzt mussten wir auf die Kollegen warten. Ich bin ganz ehrlich, ich habe einen guten Tag, Lady von Winewood. Wunderbar. Ja? Das freut mich. Dementsprechend würde ich so machen, dass wobei, Sie kommen ja eh nochmal mit Mr. Lettner. Nee, dann lassen wir es bei den $1,000. Ja, gut. No? Gut. Dann lassen wir das bei den $1,000. Wie gesagt, Sie haben jetzt 72 Stunden Zeit, sich das zu überlegen, ob Sie Einspruch erheben wollen gegen den Strafbefehl. Das wollen Sie sicherlich annehmen, richtig? Was? Ich kann mir das auch eigentlich ganz gut vorstellen in der Presse. Das Rahmendrama. Der Gerichtsprozess. Wunderbar. Freue ich Akt mich schon. Eins. Erster Akt. Das heißt, Sie wollen sich das 72 Stunden überlegen, ja? Natürlich. Wunderbar. Dann darf die Dame schon mal gehen. Schön, ich begleite Sie nach draußen, ha? Ich würde gerne auf den Innenminister warten. Ja, der muss ja noch abgehandelt werden. Sie können trotzdem erstmal zum Zellentrakt raus. Kommen Sie mit. Das Loch ist doch nichts für Sie, Lady von Weinow. Gehen Sie nach oben. Aber ich kann meinen Also ganz kurz, der Herr hat jetzt die Rahmennudeln dabei, ne? Aber ob das jetzt meine sind, kann ich ja auch nicht sagen. Dementsprechend, war nichts. Eine Verbandskasten ist ja genau, ne? Sie wissen ja, wie der aussah. Und da ist ja auch im Endeffekt eine Nummer drauf und so. Die wissen Sie natürlich noch. Gut. Aber dann haben wir bei ihm auf jeden Fall den Hausfriedensbruch. Wunderbar. Wie hieß er nochmal? Genau. Ja, da müssen Sie den Kollegen fragen. Ich habe den Namen tatsächlich gar nicht. Tone von Du hast den Ausweis auch gesehen. Calvert, glaube ich, ne? Ja. So, Mr. Calvert. Sie sind dran. Ich gehe davon aus, dass auch Sie theoretisch gerne Ihren Anwalt hätten, Mr. Lettner. Falls Sie was sagen, ich verstehe Sie nicht ganz. Tut mir leid. Verstehen Sie mich überhaupt? Ah, jetzt. Mr. Calvert. Sie wollten sicherlich rein theoretisch einen Anwalt haben, ne? Ihren Mr. Lettner. Ja. Er ist leider nicht zugegen. Möchten Sie einen anderen Anwalt? Nee, ich möchte bitte Herr Lettner. Gut, da dieser nicht hier ist, Sie aber jetzt schon hier in den Zellen sind, muss ich Sie schon abhandeln. Für mich ist der Fall auch sehr klar. Ich habe zwei Zeugenaussagen, die bestätigen, dass Sie in ein Haus eingebrochen sind, das nicht Ihnen gehört. Das Und zwei ist... Gegenzeugen. Ja, wunderbar. Paragraph 4, Penal Code, Hausfriedensbruch nennt man das Ganze. Ja. Und dementsprechend stelle ich hier jetzt einen Strafbefehl aus. Ich sage aber auch, ne, ich mache ja auch ein bisschen gerne Rechtshilfe für Sie. Sie können das gleiche machen wie Lady von Winewood, können den Strafbefehl ablehnen, dafür haben Sie 72 Stunden Zeit und können Einspruch erheben, zum Beispiel nachdem Mr. Lettner aufgetaucht ist. Und dann geht das Ganze vor Gericht. Ja? Bei Ihnen sehe ich ein Strafmaß von $500. Möchten Sie 72 Stunden Bedenkzeit? Ich würde 72 Stunden Bedenkzeit.
Gut, wunderbar. Dann gehen Sie... Und ich möchte natürlich für meinen Anwalt noch die PD-Nummern und nochmal die genauen... Das steht alles in der Akte. Der kann die gerne anfordern bei mir. Das ist gar kein Problem. Welche Akte ist es denn? Ja, Ihre. Okay, gut. Ja, so? Ja. Der Herr Lettner kann dann gerne auf mich zukommen und kann die Akten anfordern. Das ist gar kein Problem. Steht da alles drin. Gut, dann Mr. Calvert, dann dürfen Sie jetzt gehen und der Strafbefehl ist gültig und gehen Sie bitte zu Herrn Letten damit, ja? Ja. Nicht, dass Sie das vergessen. Machen. Wunderbar. Dann darf der Herr auch gehen. Alles klar. Gut. Ich freue mich schon auf das Gerichtsverfahren wegen $500, das wird super. Unsere Richter freuen sich. Sie dürfen. Ich habe Ihnen die Türe geöffnet. Danke. Ja. So, da ist Ihr Innenminister. Wunderbar, dann können wir ja alle gehen. Sie haben auch die Aussage verweigert. Ja, natürlich hat er das. Ich habe ihm auch das gleiche die gleichen Rechtsbeistand quasi geleistet wie bei Ihnen, ne? Dass Sie zusammen zu Herrn Lettner gehen und dann sagen, was hier passiert ist und dass ein Strafbefehl gegen Sie eröffnet wurde. Schön. Naja, gut. Dann können wir alle wieder nach Hause. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Richtig. Ja. Dann bekommen Sie auch Ihre Waffen wieder, ne? Ja. Wunderbar. Alles klar. Man hat mit Waffen auch was Komisches. Na, da kann ich ja froh sein, dass ich keinen Baseballschläger dabei hatte. Ne? Wieso? Was meinen Sie? Ach, nur so. Hm. Hätten wir ein bisschen Baseball spielen können. Entschuldigung. Akt machen Sie soweit fertig, ne? Dann übernehme ich die direkt. Na klar. Wunderbar. Mache ich jetzt gleich direkt. Der Kollege wollte eh kurz zu Hause gehen. Lady von Weinwood, Mr. Calvert, auf Wiedersehen. Dankeschön, Mr. Zane. Alles Gute für Sie. Wir sehen Sie auch, Mr. Rocket. Ja, bestimmt. Ja. Hoffentlich, ja. Stimmt. Kommt ihr uns doch mal besuchen? Absolut nicht. Und unsere Waffen? Ja, bekommen Sie... Macht der Kollege, glaube ich, gerade. Genau. Stimmt, bin allerdings. Dabei. Hier das Messer, bitteschön. Mal warten Sie. Hier das Messer. Danke. Dann einmal... Die Taschenlampe. Mhm. Und das letzte, Ihre Pistole. Ja, bitteschön. Vielen Dank. So. Dann einen schönen Abend noch. Okay, ich muss meine Akte umbenennen. Das war nicht Mr. Cunningham, sondern Mr. Calvert, der uns da $250 abknüpfen wollte. Muss ich einmal den Namen ändern. Bis jetzt weiß Mr. Calvert tatsächlich, wer wir sind. Naja. Aber dann weiß er jetzt zumindest, warum wir diese Ansage da getroppt haben. Das Gespräch mit Lady von Weinwood war übrigens wieder großartig. Ich mag Chelly sehr gerne. Macht sie hervorragend. Wiedersehen. Guten Abend noch, die Mem. Guten Abend. So, Officers, bitte mit drauf achten, dass Sie Dinge reinschreiben, wie war definitiv Ihr Haus, ruhig auch die Aussage von ihr mit den Blumen und Freund und so weiter ist jetzt nicht erreichbar. Das ruhig gerne mit reinschreiben. Mhm. Ja, klar. Und wichtig ist auch, dass Sie wirklich den Verbandskasten abgenommen haben und ein Kühlpack mit der gleichen Seriennummer wie Ihr Verbandskasten, der jetzt aus Ihrem Kühlschrank fehlte. Die Rahmennudeln vergessen wir einfach. Ja, weil die ja nicht... Verbandskasten, Kühlpack haben wir auch vergessen, ne? Ist alles gut. Achso, haben Sie jetzt doch vergessen. Aber die fehlten trotzdem. Ja, jetzt habe ich natürlich das Problem, weil Sie mir das gesagt haben, habe ich hier den Diebstahl auch noch mit angedingst. Als Strafbefehl. Ja, ist ja auch richtig. Ja? Achso, Sie haben sie ihn jetzt einfach gelassen. Ja, genau, sie hat ihn noch, genau. Gut. Aber Sie schreiben das bitte in die Akte mit rein, ne? Dass sie den hatte. Mit der gleichen Seriennummer, die Sie aus dem Kühlschrank raus verloren haben, sage ich jetzt mal. Natürlich. Das ist so das Wichtige, was da rein muss, weil das wird definitiv wegen $500 vor Gericht gehen mit dem Herrn Lettner. Ich freue mich schon drauf. Da muss ich nämlich nicht nochmal beide befragen, sondern dann werde ich Sie einfach als Zeugen aufrufen für das Gerichtsverfahren und dann haben wir das hoffentlich in einer halben Stunde durch.
Ja, hoffentlich. Hoffe ich doch. Außer Mr. Lettner bringt da irgendwie 20 Zeugen vor. Bin sehr gespannt. Ja, das wird ein bisschen schwer, ne? Ich bin sehr gespannt. Das wird wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, Officer, ja? Danke, gleichfalls. Ja, auch so, ne? Wiedersehen. Tschüss.